Die Wissenschaft weiß es schon lange, aber in letzter Zeit springen vor allem die Medien und vor allem auch die Politik auf dieses heiße Thema momentan auf. Die Digitalisierung der Arbeitswelt schlägt hohe Wellen. Einerseits bringt die Digitalisierung große Chancen, vor allem die Rationalisierungspotenziale und Potenziale zur Kosteneinsparung, Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Andererseits bringt sie heute Veränderung mit sich. Veränderung bedeutet immer auch Risiko, Veränderung im Bereich der Unternehmensorganisation und in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir sitzen heute mit zwei Unternehmen hier, die in diesen Bereich der Digitalisierung hineingegangen sind und mit innovativen Konzepten in ihrer Branche sich einen Namen gemacht haben. Sie digitalisieren nämlich die Prozesse der Buchhaltung. Herzlich willkommen, Clemens Helm, Geschäftsführer von Unternehmen Chillpill, und Christoph Brieler, Geschäftsführer des Unternehmens Enteos. Enteos ist ein Unternehmen, das mit seinem Ansatz in den Bereich der Steuerberater hineingeht und als Outsourcing-Dienstleister Dienste zur Digitalisierung und zur Automatisierung der Buchhaltung für Steuerberater anbietet, während Chillpill von seinem Unternehmensansatz eher sich auf Unternehmen konzentriert und die Rechnungen, die Belege der Unternehmen digitalisiert und automatisiert verbucht. Christoph, darf ich mit dir beginnen? Ihr habt euch auf Outsourcing-Dienstleistungen spezialisiert für Steuerberater. Das heißt, haben die Steuerberater bisher den Bereich der Digitalisierung und der Automatisierung der Buchhaltung nicht erkannt oder wollen sie selbst in diesen Bereich nicht hineingehen? Die Erfahrung, die wir in den letzten 6 Jahren gemacht haben, ist, dass sich die Digitalisierung im Bereich der Steuerberatungsbranche sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark verändert. Wir sind heute damit konfrontiert, dass viele Kanzleien in Deutschland und in Österreich schon einen sehr, sehr weiten Weg gegangen sind, auch schon viel ausprobiert haben und das auch durchwegs erfolgreich über die Bühne bringen. Was wir aber sehen auch, ist, dass gewisse Werkzeuge zur Verfügung stehen, dem Steuerberater und einer Kanzlei, wie er diese Digitalisierungsstrategie bei sich über die Bühne bringen kann, und eines dieser Werkzeuge stellt auch Enteos dar. Das heißt, wir helfen der Kanzlei, seit den letzten 6 Jahren, und das sind auch über 100 Kanzleien im deutschsprachigen Raum, Belege zu digitalisieren, Belege so aufzubereiten, dass eine effiziente Buchhaltung über alle Buchhaltungsbelege hinweg relativ einfach, schnell und mit hoher Qualität verarbeitet werden kann. Das führt zu einer Situation, dass ein Steuerberater in einem gewissen Bereich andere Werkzeuge auch einsetzen kann, wenn er sich dafür entschieden hat, zum Beispiel eine Verarbeitung direkt über eine Bank zu machen, während hingegen in anderen Bereichen wir da auch eingesetzt werden, sodass eine optimale Kombination für die Kanzlei zustande kommen kann. Insgesamt, wenn du sprichst vom deutschsprachigen Raum, wenn wir das jetzt auf Österreich beziehen, was schätzt du denn, inwieweit sind die Möglichkeiten der Digitalisierung im Steuerberatungsbereich bisher als Prozentsatz einfach umgesetzt? Wie viele Steuerberater machen denn so etwas? Ich denke, dass sich sicher über 50% der Kanzleien heute in der einen oder anderen Weise damit beschäftigt. Es gibt Kanzleien, die sind mit einem sehr, sehr hohen Reifegrad schon versehen, die diese verschiedenen Werkzeuge sehr, sehr in einer sehr, sehr guten Mischung auch ansehen, und andere Kanzleien, die vielleicht vor 12 Monaten begonnen haben, da etwas zurückhinken. Aber grundsätzlich sehe ich schon das Thema in der Branche relativ weit fortgeschritten. Ja. Digitalisierung und Buchhaltung speziell ist auch ein Thema für die Unternehmen, nicht nur für die Steuerberater. Clemens, darf ich dich fragen, Unternehmen in Österreich, wie sprechen denn die auf Digitalisierungsmöglichkeiten in der Buchhaltung an, auf Rationalisierung generell? Normalerweise sind sie ja, wenn es Rationalisierung und Kosteneinsparung gibt, sind sie ja sehr schnell dabei. Ist das in dem Bereich auch so? Ich glaube, das ist sehr stark branchenabhängig, besonders in Branchen, wo generell die Digitalisierung stark vertreten ist, sagen wir mal Medienunternehmen oder Softwarebuden oder Fotografen, ist es auch so, dass da die Nachfrage nach Digitalisierung bei der Buchhaltung sehr hoch ist, weil die Leute einfach mit ihren Werkzeugen, mit denen sie vertraut sind, auch in der Buchhaltung arbeiten möchten. Es gibt aber dann natürlich auch noch andere Branchen, sagen wir mal zum Beispiel die Baubranche, wo das Ganze noch nicht so sehr gefruchtet hat wie jetzt in digitalen Branchen.
Merkst du da vielleicht auch einen Unterschied zwischen etablierten Unternehmen, sage ich jetzt einmal, und Startup-Unternehmen? Ja, also das ist eh klar, dass die Leute, die jetzt gerade ein Unternehmen gründen, viel mehr sich noch Gedanken machen, wie setze ich mein Unternehmen auf, welche Prozesse möchte ich da haben, welche Werkzeuge verwende ich. Dagegen, wenn ein Unternehmen schon ein bisschen gereifter ist sozusagen, dann sind einfach schon sehr viele Sachen fixiert, haben sich über die Jahre vielleicht auch ein bisschen festgesetzt und es wird nicht mehr so stark hinterfragt, wie man diese Prozesse jetzt tatsächlich modernisieren könnte. Bei Startups, nachdem sich das alles erst neu bilden muss, steht natürlich diese Frage ganz am Anfang, wie man die Buchhaltung tatsächlich abwickeln wird. Ja. Könnt ihr kurz, beide vielleicht ganz kurz erklären, was ist denn der Unterschied? Was ist euer Geschäftsmodell? Wie schaut denn das aus? Wie funktioniert denn eine digitale Buchhaltung bei euch im Vergleich zu der herkömmlichen Papierbelegbuchhaltung? Kannst du beginnen, Clemens? Also bei Chillbill haben wir den Ansatz, dass wir die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Steuerberatung optimieren wollen. Besonders wichtig ist uns, dass Unternehmen ständig den Überblick über ihre Finanzen haben. Das schaffen wir dadurch, dass Unternehmen bei uns ihre Rechnungen einreichen können über eine E-Mail-Schnittstelle. Also entweder schicken sie uns ihre Rechnungen selber per E-Mail oder viele Unternehmen haben auch einfach eine E-Mail-Adresse rechnungen@meinefirma.at, sagen wir mal. Und dorthin landen sowieso ihre ganzen Eingangsrechnungen schon. Diese Adresse leiten sie an Chillbill weiter. Und das erste Mal, wenn Sie mit den Rechnungen in Berührung kommen, ist tatsächlich auf der Chillbill Web-Plattform. Und wir garantieren den Unternehmen, dass die Daten ihrer Rechnungen innerhalb eines Werktags ab Eintreffen dort zur Verfügung stehen. Die Steuerberatung kann dann auch, wenn die Unternehmer die Rechnungen abgesegnet haben, die Zahlungen dazu vermerkt haben, auf die Daten zugreifen und das auch zum Beispiel ins BMD oder so importieren. Das heißt, hier ist das Rationalisierungspotenzial vor allem darin, dass eben die Belege sehr schnell verarbeitet werden und die Daten aus den Belegen in die Buchhaltung übertragen werden können. Das passiert innerhalb eines Tages, wenn ich es richtig verstehe. Genau, also in die Buchhaltung übertragen, das hängt halt von der Steuerberatung selbst dann ab, wann das passiert. Wir sind eigentlich Belegverarbeiter und haben eben die Online-Plattform, wo es die Einsicht für die Unternehmen gibt. Grundsätzlich ist uns aber wichtig, eben dieser ständige Überblick über welche Rechnungen sind noch offen, was kommt so rein, genau. Ja. Christoph, ihr macht so ein anderes Geschäftsmodell, ihr geht mehr in den Bereich der Steuerberater und ihr macht Dienstleistungen für die Steuerberater direkt, weniger für die Unternehmen. Richtig. Unser Geschäftsmodell ist ganz klar auf die Steuerberaterbranche ausgelegt. Das heißt, wir helfen den Kanzleien, dass sie ihre gesamte Kanzlei eigentlich oder die gesamte Prozesse der Buchhaltung innerhalb von einem definierten Zeitraum, den man sich gemeinsam ausmacht, von 0 auf 100 digitalisieren kann. Dieser Zeitraum kann sein 3 Monate, das ist wahrscheinlich unser sportlichstes Projekt bis jetzt gewesen, bis zu auch 1 und 2 Jahren, weil das einfach ein sukzessiver Prozess ist, der stetig sich weiterentwickelt. Und was man heute weiß über einen Reifegrad in einer Kanzlei, verändert sich das auch ständig, sodass man schlussendlich zu einem Ziel dann kommt. Ein Ziel ist es eh nie hundertprozentig erreicht, sondern die Digitalisierung geht ja dann auch mit anderen Mitteln immer weiter. Und wenn man jetzt gesagt hat, okay, ich habe in der Kanzlei zum Beispiel 90% erreicht und die letzten 10% sind eigentlich wirtschaftlich nicht tragfähig, haben wir schon sehr oft erlebt, dass sich das nach 6 Monaten oder einem Jahr auch verändert. Was wir machen ist, wir bieten eine Dienstleistung, das heißt, wir helfen den Kanzleien vor Ort, ihre Mitarbeiter, sich auf die Digitalisierung einzustellen, die Prozesse in einer Art und Weise zu verändern, dass das auch möglich gemacht wird. Und wir stellen natürlich auch Dienstleistungen zur Verfügung und dass er sagt, okay, einmal im Monat oder einmal im Quartal oder alle 2 Wochen bringt der Mandant seine Buchhaltungsbelege vorbei. Und wir stellen dann Leute in der Kanzlei zur Verfügung, die diese Belege dann einscannen. Diese Belege werden dann verarbeitet, werden von uns auch relativ automatisch verarbeitet, ähnlich von Chillbill. Wir können alle Belegkreise machen, also von den Eingangsrechnungen bis zur Bank, Kreditkarte, das wird alles von uns verarbeitet und wird den Buchhaltern in ihren jeweiligen Systemen so zur Verfügung gestellt, dass das ziemlich fertig ist.
Das heißt, die Buchhalter müssen sich das dann noch anschauen, kontrollieren, ob das alles seine Richtigkeit gehabt hat, aber das ist eigentlich kontiert und man hat in der Buchungszeile selbst dann schön sein Belegbild daneben hängen, sodass der Buchhalter diese Vorarbeit der Digitalisierung nicht leisten muss, sondern mit einem Ergebnis der Digitalisierung schon konfrontiert ist, das er dann noch fertigstellt, so wie er es in der Vergangenheit auch immer mit seinen Papierrechnungen eigentlich gemacht hat. Also wenn wir vom Ergebnis der Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir von der fertigen Buchungszeile, die integriert werden kann in das Buchhaltungssystem. Bei welchem Erkennungsgrad sind wir denn da jetzt technisch? Was ist denn der Status quo momentan? Technologisch ist sehr, sehr viel möglich. Technologisch gibt es Erkennungsgrade von bis zu 100%. Das Thema, was uns nicht so sehr beschäftigt, ist die Technologie, sondern eigentlich die Prozesse, die vorgeschaltet sind. Wenn jemand schlecht einscannt, was typischerweise dann nicht passiert, wenn wir unsere Scan-Mitarbeiter hinschicken, aber natürlich kann auch ein Kunde einscannen oder kann man gewisse Belege auch von anderen Entitäten kriegen, die Qualität dann nicht gut ist, da gibt es einfach kein System heute noch, das aus einem grauen Papier, das irgendwie schwarz hinterlegt ist, noch sehr viel auslesen kann. Das heißt, technologisch ist sehr, sehr viel möglich. Fragestellung oder Kriterium ist Anlieferungsqualität. Wie ist das bei euch, Clemens? Ihr habt ja, glaube ich, eine relativ große Breite von der Erkennung her. Ihr geht ja nicht nur auf Scan, sondern auf Bilderkennung ganz allgemein. Genau. Also wir haben grob gesagt drei Arten von Belegen. Einerseits Belege, die gescannt werden. Andererseits Belege, die schon direkt digital zu uns kommen. Das ist halt zum Beispiel die Wien-Energierechnung, die per E-Mail eintrifft oder so. Da ist wirklich schon Text enthalten, da muss man auch gar keine Texterkennung oder so mehr drauf machen. Und die dritte Art, was wir auch noch anbieten, ist, dass Unternehmen selbst sogar mit dem Handy scannen können. Dafür gibt es Scan-Apps am Handy, die das Resultat zwar ein bisschen besser machen, dennoch ist im Vergleich vor allem zu den ganz digitalen Belegen, die eben den Text auch selbst enthalten, der Unterschied sehr, sehr groß. Also wie der Christoph schon gesagt hat, gerade bei den ganz digitalen kann man eigentlich fast immer davon ausgehen, dass das korrekt erkannt wird. Die wirkliche Schwierigkeit ist eben die Texterkennung, dass vor allem mit fotografierten Belegen da noch nicht wirklich möglich ist, wie das menschliche Auge das wirklich zu sehen. Wenn ihr jetzt nachgefragt zu dem Bereich vielleicht ein bisschen, ja, wenn ihr 100 Belege hernehmt, die durchgemischt sind, wie hoch ist die fehlerfreie Erkennungsrate in etwa? Also ich würde sagen, bei uns ist sie relativ hoch, weil wir ursprünglich davon ausgegangen sind, dass wir sehr viel mobil kriegen und das hat sich aber nicht bewahrheitet. Also unser Kundensegment besteht hauptsächlich aus Kunden, die in der digitalen Wirtschaft tätig sind und von dem her schicken die uns zu einem sehr großen Anteil auch digitale Rechnungen. Dadurch schaffen wir wahrscheinlich, also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es ist sagen wir mal über 80%. Über 80%, ja. Und möchtest du noch was dazu sagen? Ja. Das Thema sehen wir auch, also das läuft sehr analog als bei Chillbill. Was wir aber sehen, ist doch ein gewisser Unterschied. Wir verarbeiten im Jahr mehrere Millionen Belege und die Anzahl, die wir digital schon bekommen, also wo man nichts auslesen muss, ist eigentlich sehr gering. Das liegt sicher unter 5%. Das heißt, die 95% sind tatsächlich Papierbelege. Wir kommen da aber sicher ähnliche Ausleseraten, aber aus dem Grund, weil wir sicherstellen, dass die Qualität im Scan einfach genug vorhanden ist, als dass sie dann auch wirklich auch sehr gut ausgelesen werden kann. Und ist das für jeden Steuerberater oder auf der anderen Seite für jedes Unternehmen sinnvoll, in die digitale Buchhaltung hineinzugehen? Oder gibt es da Kriterien, wo man sagen kann, das sind eigentlich Ausschließungsgründe für Unternehmen, da macht es keinen Sinn? Also ich glaube, die einzigen Unternehmen, die man wirklich ausschließen kann davon, sind halt vielleicht Kleinstunternehmen, also Selbstständige, die vielleicht sogar nebenberuflich selbstständig sind, die halt ein paar Rechnungen im Monat haben und wo es auch reicht, wenn man einmal im Jahr die Umsatzsteuererklärung macht, keine Umsatzsteuervoranmeldung machen muss. Also da bringt es wahrscheinlich nicht allzu viele Vorteile.
Sobald man aber ernsthaft selbstständig ist, spart man sich durch die Digitalisierung im Endeffekt so viel Zeit, dass es sich für jeden auszahlt. Mhm. Auch wenn die Belegkreise wirklich durchgemischt sind, wenn man verschiedenste Lieferanten hat, ist es trotzdem sinnvoll, über digitale Medien zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Also alleine die Vorteile, die man zum Beispiel durch Auswertungen oder so gewinnt, dass man dann zum Beispiel sich anschauen kann, dieser Lieferant, wie viel zahle ich dem normalerweise pro Monat oder so. Dass die unmittelbar vorhanden sind, dann die Auswertungen. Genau, beziehungsweise auch, sagen wir mal, Rechnungsfälligkeiten. Wann ist eine Rechnung fällig oder so? Da muss man sich alles sonst selbst organisieren. Wenn man das digital hat, kann man das einfach schön nach dem aufgelistet ansehen. Oder was habe ich schon bezahlt, was nicht, solche Dinge. Also es ist ein viel höheres Maß an Selbstorganisation eigentlich notwendig, wenn man nicht auf Digitalisierung setzt. Ja, also man kann die digitalen Daten, die Auswertungen dann viel besser als Controlling-Instrument eigentlich fürs eigene Unternehmen einsetzen. Ja. Christoph, ich denke mal, bei den Steuerberatern ist das jetzt nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern da ein Steuerberater ja hunderte verschiedene Klienten hat möglicherweise, dass digitale Belegverbuchung auch, ich sage mal, dem Zeitgeist entspricht, dass er modern ist, dass er das als Kundenbindungsinstrument verwendet. Wie siehst du das? Das ist richtig. Also das Thema Kosteneinsparung und Effizienz sehen wir nicht als vorrangiges Thema an. Das ist natürlich ein Thema, mit das sich jeder sowieso beschäftigen muss. Man darf aber nicht vergessen, dass eine Umstellung der Digitalisierung natürlich auch mit Investitionen mitkommt. Aus diesem Grund muss man da auch eine Abwägung treffen. Es gibt andere Gründe auch, warum eine Kanzlei digitalisiert, und das ist jede Kanzleistrategie von sich selbst herauszufinden. Ganz klar das Thema auch Qualitätsanspruch. Also durch die Digitalisierung erhöht sich ganz klar die Qualität in der Buchhaltung. Man kann seinen Kunden dann auch ein viel größeres Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel eben, ich zeige meinem Kunden wöchentlich oder jeden Tag seine Auswertungen, er hat viel bessere Controlling-Instrumente in der Hand, so er das will. Und was wir natürlich auch sehen, dass jene Kanzleien, die schon seit mehreren Jahren auf das Thema Digitalisierung setzen, auf einmal auch andere Unternehmergruppen ansprechen können, die sie vorher nicht ansprechen konnten. Und da geht es um Unternehmen, die nicht im Bereich vielleicht 100, 150.000 Euro Umsatz sind, die einmal im Monat 100 bis 200 Belege bringen, sondern gibt es tatsächlich dann um diese Unternehmen, die 10 Millionen, 20 Millionen Euro Umsatz machen, die auch kritisch das betrachten, wie viele Buchhalter kann ich eigentlich sinnvollerweise beschäftigen, und das ist normalerweise ein halber, wenn man in dieser Größenordnung tätig ist. Und die Steuerberater es dann jetzt durch diese mithilfe der Digitalisierung auch schaffen, derartige Kunden und deren Ansprüche befriedigen zu können, was natürlich dann beiden Spaß macht. Clemens, Chillbill bietet die Dienstleistung als Outsourcing-Partner an. Macht sie das deswegen, weil da so viel technisches Know-how dahinter steht, also nur ihr das könnt, oder wäre es für die Unternehmen auch denkbar, dass sie selbst eigentlich die Buchhaltung in der Art und Weise machen, wie Chillbill das macht? Was wäre dazu notwendig? Also möglich ist alles. Ich glaube, vor allem große Unternehmen machen das teilweise auch schon. Ich glaube, es gibt so Lösungen wie Chillbill für SAP oder so, sagen wir mal, so automatische Belegerfassung. Es verbleibt aber natürlich einerseits der Aufwand beim Unternehmen, das Ganze mal einzurichten, die Softwarekomponenten zuzukaufen, als auch nachher jeden Beleg selber trotzdem nochmal zu kontrollieren, weil eben keines dieser Systeme komplett perfekt ist. Wir richten uns aber mit Chillbill eher an Kleinunternehmen, das heißt, sagen wir mal Unternehmen bis ca. 50 Mitarbeiter, weil die in der Regel einfach eine All-in-One-Lösung haben, wo sie einfach sagen, ich melde mich da online an, bin in 2 Minuten fertig und ab dann ist meine Buchhaltung automatisiert. Christoph, ihr macht ja eigentlich beides, so wie ich es verstehe. Das heißt, ihr bietet als Outsourcing-Dienstleister komplette Buchhaltung an, automatisiert. Ihr bietet es aber auch an, das bei den Steuerberatern in der Kanzlei einzuführen. Habe ich das richtig verstanden? Wir bieten auch Beratungsprojekte an, wo die Steuerberater auf uns zukommen, um zu sagen, ich würde das gerne selbst irgendwie über die Bühne bringen mit meinen existierenden Technologien. Die sind ja typischerweise in der Kanzlei vorhanden. Vor allem, wenn es dann um das organisatorische Thema geht, wie mache ich das mit meinen Mitarbeitern, damit die auch erfolgreich an diesem Digitalisierungsprojekt mit dabei sind, bieten wir das an. Aber ich sage mal, wenn wir die Dienstleistung übernehmen,
ist es durch die organisatorische Veränderung als auch fachliche Änderung der Mitarbeiter, die da einherkommt, ist immer ein Teil auch dabei, dass wir das begleiten. Das ist eigentlich unser größter Teil. Also Dienstleistung bei uns und gleichzeitige Begleitung in der Kanzlei, damit das alles sach- und fachgerecht über die Bühne gehen kann. Und wie sind da so eure Erfahrungen? Wie schnell ist der Kanzlei in der Lage, das wirklich wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen? Sehr viel hängt das von den Gegebenheiten der Kanzlei ab. Wir sehen von Start bis zum Ende einer Umsetzung, sehen wir sicherlich, dass die Kanzleien das innerhalb von wenigen Monaten finanziell wirtschaftlich auch über die Bühne bringen können. Also im Vergleich zu einer, sagen wir, Einführung eines neuen Systems, das so 2-3 Jahre mindestens benötigt, damit sich so etwas wirtschaftlich rentiert, ist diese begleitete Einführung auf den existierenden technischen Systemen innerhalb von ein paar Monaten wirtschaftlich sinnvoll über die Bühne zu bringen. Ich möchte nur kurz ansprechen, das Berufsbild des Buchhalters. Wenn wir also jetzt digitalisieren und die Buchhaltung automatisieren, ist dann der Buchhalter in dieser Art und Weise das Berufsbild des Buchhalters? Gibt es das zukünftig noch oder wird der Buchhalter schlicht und einfach aussterben? Der Buchhalter wird sicher nicht aussterben, davon bin ich überzeugt. Wir sehen heute, wie ich vorher auch erwähnt habe, schon eine sehr starke Veränderung. Das heißt, es sind heute viele Buchhalter schon da draußen, die das machen, was meiner Meinung nach auch sie noch die nächsten 10 Jahre machen werden. Darüber hinaus ist es zu sehen, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Und zwar, diese Buchhalter haben sich zu Datenmanagern entwickelt und auch zu Key-Account-Managern. Das heißt, bei diesen Buchhaltern sehen wir ganz klar, dass die sich damit beschäftigen, wie kriege ich Daten richtig rein? Was muss ich dann mit diesen, also wie muss ich dann diese Daten kontrollieren, damit ich weiß, dass das seine Richtigkeit hat? Und wie betreue ich dann meinen Kunden richtig, dass der gemäß seinen Bedürfnissen dann die richtigen rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind oder auch die richtigen Controlling-Voraussetzungen dann für meinen Kunden erfüllt sind? Der Buchhalter wird also eher ein Berater und nicht ein manueller Buchhalter in dem Sinne, wie wir es jetzt sind, sondern Berater in Richtung betriebswirtschaftliche Beratung. Sehr viel im Bereich betriebswirtschaftliche Beratung. Wenn wir auf das Bild des Buchhalters von vor 5 Jahren abstellen, als Eintipper von Daten, da sehe ich, dass schon sehr, sehr, sehr viel passiert ist, weg hin von diesem Berufsbild hin zu einem mehr Beratungsberufsbild und mehr zu einem Datenmanagement-Berufsbild. Ja, Clemens, vielleicht auch an dich nur die Frage. Der Buchhalter selbst, der sagt, die Buchhaltungskenntnisse natürlich mitbringen muss. Wie weit müssen denn die IT-Kenntnisse bei ihm fortgeschritten sein? Nicht sehr weit, würde ich sagen. Also wir versuchen auch, und ich glaube, ihr werdet das ähnlich machen, dass die Leute einfach sehr wenig Vorwissen brauchen. Dass wir gestalten unser System einfach sehr intuitiv, arbeiten sehr viel mit Buchhaltern dann auch zusammen, um einfach diesen Prozess für sie sehr einfach zu machen. Optimalerweise sollte das einfach komplett ineinander greifen, ohne dass man da jetzt Tage- und wochenlange Einschulungen oder so benötigt. Ich möchte vom Christopher die Frage auch nochmal kurz aufgreifen. Was man halt nicht vergessen darf, ist schon, dass der Aufwand der Buchhaltung in den nächsten Jahren sicher sinken wird. Also ich würde jetzt zumindest keinen Jugendlichen mehr unbedingt empfehlen, eine Buchhaltungsausbildung zu machen, weil sicher einiges von der Tätigkeit, die derzeit von Buchhaltern verrichtet wird, schon automatisiert wird. Was wir aber zum Beispiel mit der Automatisierung noch nicht so wirklich können, ist wirklich das Domänenwissen abbilden, das die Buchhalter über ihre Kunden haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Buchhalter oder eine Buchhalterin weiß, der Kunde hat jetzt einen Ford-Lieferwagen und einen Audi normalen Firmenwagen und bekommt eine Rechnung von der Autowerkstatt rein, wo drauf steht Kupplung Ford, dann weiß der Buchhalter natürlich sofort, okay, auf welches Konto gehört das gebucht. Das ist jetzt für eine automatisierte Software derzeit noch sehr schwierig und wird sicher noch viele Jahre dauern, bis wir dort sind. Also es entwickelt sich das Berufsbild hin, wie der Christoph auch schon gesagt hat, Berater, Key Account Manager in diese Richtung hinein. Wenn man kurz zur Vision gehen. Ja, ich höre da schon ein bisschen heraus, dass die Buchhaltungstätigkeit an sich quasi eine automatisierte Fabrikstätigkeit wird. Was ist denn die Vision? Wie schaut denn die Buchhaltung in 15, 20 Jahren aus?
Also unsere Vision ist vor allem, dass das Ganze sehr schnell geht, dass man vielleicht, derzeit bieten wir eben an, dass man innerhalb eines Werktags seine Rechnungen verarbeitet hat. Ich glaube, dass es dahin gehen wird, dass es innerhalb von Minuten passiert. Das heißt, sowohl für Unternehmen als auch für Steuerberatung fast Realtime-Zugriff auf die Daten, vor allem auch Verknüpfung mit anderen Daten wie, sagen wir mal, Bankzahlungsströmen, Kreditkartenzahlungsströmen, also dass man wirklich seine Finanzen ständig auf einen Blick hat. Und bei den Steuerberatern, wird es den Steuerberater in der Art und Weise noch geben zukünftig? Ich denke, da wird sich auch einiges tun in den nächsten 10 Jahren. Es ist abzuwarten, was das Thema künstliche Intelligenz da in diesem Bereich hervorbringen kann. Das heißt, inwieweit Fragestellungen, die uns heute als sehr hochrechtlich Expertentum beschäftigen, auch eine Maschine vielleicht in 10 Jahren abbilden kann. Ich denke aber, dass sich vom Berufsbild her da in der nächsten Zeit, von dem, was wir heute schon auch erreicht haben, in den letzten 5 bis 10 Jahren, die heute schon sich erfolgreich mit der Digitalisierung beschäftigen, und da gibt es auch schon einige da draußen, werden das über die nächsten 5 bis 10 Jahren mit einem sehr scharfen Blick auf was tut der Markt und was tut die Technologie auch weiterhin so fortführen können. Dass es da zu Verbesserungen im Ablauf kommt, die Technologie unterstützt, dass das schneller wird, dass das aussagekräftiger wird, davon gehe ich natürlich auch aus. Aber so vom Berufsbild her sehe ich da, bis zum Thema künstliche Intelligenz ist reif, diese Themenstellungen auch abzunehmen, noch keine großartigen Veränderungen eigentlich.